Drohnen sind aktuell sehr beliebt und auch bei mir ist kurz vor Weihnachten noch eine gelandet, die JJRC Elfie. Dabei handelt es sich um eine sehr kompakte Drohne, auf deren Verpackung wohl kein Platz mehr für das S von Selfie gewesen ist. Im Lieferumfang befindet sich ein Set-Ersatzpropeller, ein kleines Handbuch, ein USB-Ladegerät sowie der 500mAh-Akku. Mit 73 Gramm ist Elfie wirklich leicht. In den Rucksack geworfen dürfte sie kaum bis gar nicht auffallen. Schließlich ist selbst mein Smartphone deutlich schwerer. Dank den kompakten Abmessungen kann man die Drohne sogar bequem in die Jackentasche stecken, ohne dass sie stört. Etwas größer wird Elfie, wenn man die Drohnenrotoren ausklappt, damit Elfie in die Luft steigen kann. Auf der Elfie Front- und Rückseite sitzen jeweils noch zwei LEDs, die auch bei Tageslicht gut zu sehen sind. Die Inbetriebnahme ist einfach. Ein Druck auf den Power-Button auf der Oberseite macht Elfie startklar. Der Drohne liegt keine Fernbedienung bei. Man verbindet Elfie einfach über Wi-Fi mit dem Smartphone. Die Kamera nimmt leider nur in 640x480 auf, was im 40-Euro-Preissegment wohl nicht anders zu erwarten war, aber trotzdem schade ist. Die Kamera lässt sich manuell nach unten bzw. nach oben neigen. Einmal in der Luft kann man die Kamera nicht mehr per App anpassen. Hierfür muss Elfie wieder landen. Die Qualität der Foto- und Videoaufnahmen ist wenig überraschend, wenig überzeugend. Die aufgenommenen Videos eignen sich höchstens für die Einbindung in ein Adventure aus dem Jahr 1994. Die Aufnahmen werden direkt über die App auf euer Smartphone geschickt. Einen SD-Kartenslot besitzt Elfie gar nicht. Das heißt auch, verliert ihr die Wi-Fi-Verbindung oder wird diese schlechter, reißt das Footage ab oder gerät ins Stocken. Besonders ärgerlich dürfte für Kunden allerdings das Werbevideo sein, das von TomTop zur Elfie geschaltet wird. Nicht nur, dass die Videoqualität dort deutlich besser zu sein scheint, die Drohne fliegt auch deutlich besser, jedenfalls angeblich. In meinen Augen hat man hier direkt einfach eine andere Drohne für die Videoaufnahmen genommen und veräppelt den Kunden nach Strich und Faden. Lange währt das Vergnügen mit Elfie nicht. Gerade mal 10 Minuten bleibt die Drohne in der Luft, bevor sie für 2 Stunden ans Ladegerät muss. Es empfiehlt sich, eine Powerbank mitzunehmen, um die Drohne immer mal wieder nachzuladen. Die JJRC Elfie ist vor allem eins: günstig. Darüber hinaus ist sie auch ein interessantes Spielzeug. Ihr solltet euch allerdings unbedingt mit den Regeln für einen Drohnenaufstieg beschäftigen, um euch kein Knöllchen einzuhandeln. Mit einem Price-Tag von gerade mal 40 Euro macht man bei der Elfie eindeutig Abstriche. Die Kamera ist gelinde gesagt nicht zu gebrauchen, GPS ist nicht mit an Bord und die Flugzeit ist mit gerade mal 10 Minuten sehr gering. Wenn überhaupt, sollte man Elfie wegen dem Spaß kaufen, aber nicht wegen dem aufgenommenen Footage. Ihr habt noch Fragen zur Drohne? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.